Hallo Leute, in diesem Video geht es um dünne Haare. Ich werde dir Tipps geben, wie du mit dünnen Haaren am besten umgehst und wie du schaffst, deine Haare voller aussehen zu lassen. Außerdem kannst du in diesem Video wieder an dem Gewinnspiel teilnehmen. Einfach abonnieren, liken und kommentieren. Jede Woche gibt es 10 Euro Guthaben für Google Play oder iTunes. Nähere Informationen findest du in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Zuerst müssen wir den Unterschied von dünnen und dicken Haar definieren. Als dünn gelten Haarsträhnen, die nicht breiter als 0,04 mm sind. Als dickes Haar bezeichnet man Haarsträhnen, die breiter als 0,07 mm sind. Alles, was dazwischen liegt, ist eine normale Haardicke. Wie dünn oder dick deine Haare sind, lässt sich nicht beeinflussen. Du wirst mit einer bestimmten Haardicke und Haarmenge geboren. Das ist genetisch veranlagt. Du kannst aber mit bestimmten Tricks dafür sorgen, dass deine Haare voller aussehen. Tipp Nummer 1. Das richtige Haare waschen. Feines Haar neigt dazu, etwas schneller zu fetten. Deswegen kann es nötig sein, deine Haare häufiger zu waschen. Denn zu viel Shampoo und Spülung beschweren die Haare und lassen das Volumen in sich zusammenfallen. Ich empfehle dir eine ungefähre Shampoo-Menge in Größe einer 2-Euro-Münze und noch weniger Spülung. Am besten, du trägst das Shampoo nur gegen die Wuchsrichtung am Haaransatz auf. Die Spülung solltest du nur in die Spitzen einmassieren. Ab und zu solltest du deine Haare ohne Shampoo waschen, um sie nicht allzu stark zu beanspruchen. Am mildesten sind sulfat- und silikonfreie Shampoos, denn sulfathaltige Shampoos sind sehr aggressiv und silikonhaltige Shampoos beschweren die Haare zusätzlich. In der Beschreibung habe ich dir milde Shampoos verlinkt. Tipp Nummer 2. Die richtigen Frisuren. Bei dünnem Haar sind Kurzhaarfrisuren am besten geeignet. Generell wirken Kurzhaarfrisuren voluminöser als Langhaarfrisuren. Im Internet findest du sehr viele Frisuren, die für dünne Haare geeignet sind. Drei davon stelle ich dir jetzt kurz vor. Nummer 1. Der Bob. Der Bob ist ideal für dünnes Haar geeignet. Du kannst ihn mit einem Mittel- oder Seitenscheitel tragen. Um die Haare noch voller aussehen zu lassen, kannst du ein Trockenshampoo verwenden. Nummer 2. Der Pixie Cut. Der Pixie Cut ist ein sehr kurzer, aber trotzdem weiblicher Haarschnitt. Du kannst ihn auf verschiedene Arten stylen. Egal ob sleek, gegelt oder wild durchgewuschelt. Der Pixie Cut ist ein richtiger Hingucker. Nummer 3. Der Messy Bun. Der sogenannte Messy Bun ist eigentlich nichts anderes als ein zerzauster Dutt. Der Messy Bun sieht einfach nur lässig aus und ist sehr einfach umgesetzt. Einfach einen Dutt knoten und einige Strähnen herausziehen. Tipp Nummer 3. Das richtige Kämmen. Generell solltest du deine Haare nur kämmen, wenn es wirklich nötig ist. Und nur, wenn sie trocken sind. Denn nasse Haare sind viel empfindlicher als trockene Haare. Außerdem empfiehlt es sich, die Haare mit Naturborsten zu bürsten. Naturborsten sind sehr fein und dadurch ideal für dünnes und empfindliches Haar geeignet. Eine Naturbürste kann deine Haare ideal pflegen. Denn die feinen Borsten nehmen Fett von deiner Kopfhaut auf und geben es an die trockenen Stellen in deinen Haaren wieder ab. In der Beschreibung habe ich dir eine Naturborstenbürste verlinkt. Tipp Nummer 4. Die richtigen Stylingprodukte. Mit den richtigen Stylingprodukten kannst du deine Haare viel voller aussehen lassen. Zum Beispiel mit Hilfe von Trockenshampoo. Aber auch Schaumfestiger wird heutzutage immer häufiger verwendet, um vollere Haare zu bekommen. Und auch Haarspray sowie Haarpuder können deine Haare griffiger machen und deinen Haaransatz pushen. Wenn deine Haare so dünn sind, dass die Kopfhaut schon durchschimmert, habe ich noch einen Geheimtipp für dich. Such dir einfach einen Lidschatten, welcher deiner Haarfarbe entspricht und trag den mit einem Pinsel auf deine Kopfhaut auf. Tipp Nummer 5. Den Scheitel wechseln. Wenn du dünnes Haar hast, macht es Sinn, den Scheitel öfter auf eine andere Stelle zu setzen. Denn wenn der Scheitel immer auf der gleichen Stelle liegt, legen sich deine Ansätze früher oder später platt. Es ist schon ausreichend, den Scheitel regelmäßig um 1 bis 2 cm zu verlegen. Tipp Nummer 6. Strähnchen. Strähnchen haben den Effekt einer optischen Täuschung und lassen deine Haare voller und lebendiger aussehen. Auf eine Blondierung solltest du allerdings verzichten, denn dünne Haare sind besonders empfindlich und könnten bei der aggressiven Behandlung Schaden nehmen. Das waren 6 Tipps, wie dünne Haare voller aussehen. Was hast du für Haare? Eher dünn oder dick? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.